Hallo zusammen. Heute sind wir auf dem Weg zu unserem Hofbioladen hier in Amerika. Dieser beliefert zwar unter anderem auch große Einkaufsläden, aber wir kaufen unser Gemüse gern frisch von der Farm. Auf der linken Seite könnt ihr eins der Felder sehen und dort waren wir erst im März zum Erdbeeren pflücken. In 1 bis 2 Wochen sind hier die Melonen reif und dann können wir frisch vom Feld die Melonen pflücken. Heute gehen wir generell Obst und Gemüse kaufen und wenn ihr wollt, dann kommt doch einfach mit. Und da sind wir auch schon. Und ich zeige euch einfach mal, was es hier so gibt. So, hier haben wir Kartoffeln und Süßkartoffeln. Ganz hinten in der Ecke ist ein bisschen Knoblauch. Rote Zwiebeln, natürlich auch gelbe Zwiebeln. Die gelben Zwiebeln kosten aktuell 99 Cent pro Pfund. Und ich denke, das ist ziemlich in Ordnung dafür, dass es ein Bioladen ist. Ich habe keine Ahnung, was ihr zurzeit in Deutschland dafür zahlt. Aber ich finde, der Preis ist völlig in Ordnung. Hier haben wir jetzt rote Kartoffeln und die kosten auch 99 Cent pro Pfund. Und Zitronen und Limonen, die sind immer super lecker. Kürbisse natürlich. Jetzt kommen wir gleich zum Paprika. Und Paprika wird in Amerika Bell Pepper genannt. Und da gibt es natürlich auch grüne, rote und gelbe. Hier sind die Gurken und die essen wir auch immer sehr gerne. Yellow Squash und Zucchinis, Erbsen und Maiskolben. Hier haben wir jetzt Brokkoli und Blumenkohl, Tomaten, Aubergine. Hier sind noch ein paar Karotten da, Rotkohl, Äpfel, noch mehr Tomaten. Und in den kleinen Kisten hier sind diese kleinen Cocktailtomaten. Und die sind echt super lecker und super süß. Und auf dem kleinen Tisch hier in der Mitte gibt es Rosenkohl, noch mehr Tomaten, Orangen, Kiwis, Äpfel und Ananas. Wir sind fertig mit Einkaufen und machen uns jetzt wieder auf den Weg nach Hause. Wenn ihr Videos von bestimmten Einkaufsläden oder Restaurants gern sehen möchtet, dann lasst es uns unten in den Kommentaren wissen. Bis dann!